Und damit herzlich willkommen zurück zu Silvio Blackwaters. Wir starten mal direkt rein in unser Playthrough. Okay. Nach ungelogen über einer Minute Wartezeit jetzt, also Ladezeit, startet das Spiel auch wieder durch. Okay, wir können weitermachen. Mit, keine Ahnung, wir haben hier noch ein paar Leute, die wir uns anhören können. Even if... I feel like they're answering to someone. Like they're having a conversation. Probably talking to themselves. Ja, wir haben ja letztes Mal hier das Bild entschlüsselt, aber wir brauchen allerdings noch die anderen Bilder. Okay, das hat nicht mal mehr gezählt, aber wie gesagt, wir brauchen sowieso die anderen Bilder auch. Sonst bringt das alles sowieso nichts. Mal gucken, ob wir da nochmal zurückgehen können, aber erstmal... können wir uns noch ein paar Geistergeschichten hier anhören. Ohne Loot. Ich glaube, in dieser Region gibt es einfach keinen Loot. So wie es aussieht. Hier gibt es ja auch keine Gegner. Of a Stranger, ja. Genau. Hopp. Sam, I told you. Ja, können wir gleich schon was zusammensetzen? Test the Body. Ich meine, wir haben hier sehr viele Sachen, die zusammenlaufen, aber wir haben hier halt auch sehr viele Infos oder sehr viele Geisterfragmente, die wir finden können. Also unabhängig davon, ob ich die Bilder, also ob ich zurückgehen kann und die Bilder finden kann, ich will auf jeden Fall alles andere finden, sofern möglich. Ich meine, wir haben ja offensichtlich auch schon eine Textzeile verpasst von einem Song. Deswegen weiß ich nicht, ob es überhaupt, also ob wir vielleicht nicht noch was anderes verpasst haben. Fuck. I can. Aber nichtsdestotrotz gebe ich mir trotzdem die größte Mühe, alles andere hier zu finden. Das heißt, erkunden, erkunden, erkunden. Aufpassen, dass man nichts übersieht. Hier können wir auf jeden Fall durch so ein Ding durch. Hier ist aber auch eine Leiter, aber ich glaube, die sind wir runtergekommen. Also die können wir auch nicht hochgehen. Und hier unten sind noch Sachen. You're bad. Okay. Und ich glaube, das ist eine andere Region, so wie es hier aussieht. Hier können wir nämlich auch nirgendwo runterspringen. Ich glaube, an das Ding hier vorne kommen wir auch nicht dran. Aber hier vorne... können wir hier nicht durch? Anscheinend nicht. Aber da oben ist noch was, aber ich glaube, da kommen wir wahrscheinlich auch nicht hin. Würde mich zumindest sehr stark wundern. Und selbst wenn wir hier zumindest irgendwas übersehen, können wir das auf jeden Fall noch holen später, weil es ja irgendwie der Main Hub ist. So, hier vorne war irgendwie das Ding. Irgendwie. Wo wir die Schwerkraft ändern können. Hier, das Portal. Whoop. Und hier sind wir letztes Mal angekommen, glaube ich. Ja. Whoop. Jetzt sind wir wieder oben. What now? Murder? Und Forbidden. Ach, das sind die, die ich gefunden habe. Ah, okay. Ich dachte schon, wir müssen doch jetzt nicht so viele Level durchgehen. Ne, wir werden wahrscheinlich die 5 hier durchgehen. Und das hier ist alles Bonus, würde ich jetzt einfach mal vermuten. Aber wir schauen mal. Ja, wir müssen einfach weiter den Train Tracks folgen, ne? Auf ins nächste Level. Das wird jetzt sich immer wieder wiederholen, bis wir irgendwann alles durch haben. Jetzt haben wir wieder eine Wartezeit. Ich skippe die mal für euch. Und da sind wir auch schon wieder. Die war gar nicht so lang. Aber ich skippe jetzt Wartezeiten trotzdem mal in der Regel, immer wenn sie auftreten sollen, einfach weil man nicht dafür garantieren kann, wie lang sie wirklich sind. Wir schmeißen uns aufs Fahrrad und fahren wieder durch die Gegend, um unsere Nachrichten zu verbreiten. Ich weiß immer noch nicht, ob es schneller wäre zu laufen, aber ich sollte vielleicht auch da... das Licht zufahren, oder? Njum. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber bisher hat es immer funktioniert.
Ich meine, ich habe ja auch nichts anderes zu tun, ne? Hier ist ja kein Milestone oder sonst was in der Nähe, irgendwas, wovon man abhängig machen würde, wo man ist. Hier ist nur dieses komische orangene Licht. Und eine sehr große Area. Die hätten sie ruhig ein bisschen kleiner machen können. Aber naja, ein Sarg. Pff. Ich meine, vielleicht ist sie auch gar nicht so groß, sondern wiederholt sich nur und ich fahre eigentlich in der falsche Richtung. Das kann natürlich auch sein, aber dann wiederum frage ich mich, wo ich denn hin soll. Weil ich habe keinen direkten Hinweis darauf, außer eben dieses Licht. Und es hat bisher auch immer funktioniert. Es hat mich immer zu diesem See gebracht, wo ich ja hin will. Njum. Ja, wir haben wieder eine Ladezeit. Und da sind wir auch schon wieder. Calm down. Was zur Hölle? Twin inside. It looks like there was a fire. There was a fire. It started in the lungs and it reached all the way to the surface. Who started it? It was George. Why? It was after the lake. He changed. Georgie didn't mean any harm. Da ist ein Bild, aber ich komme da nicht hin. Irgendwas blockiert mich hier und ich sehe nicht mal richtig was. Ist hier vielleicht an manchen Stellen ein bisschen zu dunkel. Können wir das irgendwie ein bisschen heller stellen? Brightness. Das ist vielleicht ein bisschen... Oh Gott. Nicht umdrehen, das ist vielleicht ein bisschen zu hell. Ja, so geht's ja einigermaßen. So kann man zumindest hier die Mauer erkennen. Aber ich kann hier trotzdem nicht drüber, was ein bisschen ärgerlich ist, denn da ist ein Bild! Naja. Können wir irgendwie anders dahin? Vielleicht später? I don't know. Oder hier vielleicht? Ach, komm schon. Unsichtbare Wände! Ja. Das ist irgendwie, die Helligkeit von dem Spiel ist komisch, weil hier an den, naja, ich muss es wieder zurückstellen, weil an den Orten, wo es so hell ist, ist immer noch sehr hell, naja, ist es etwas übertrieben hell und an den Orten, wo es dunkel ist, ist es zu dunkel, dass man überhaupt nichts sieht. Hello? In the dark. Okay. Soll ich in die Dark gehen? Ja, hier ist nichts. Da sind auf jeden Fall Leute, die erschossen werden möchten. Oh. Ew. Und ich da hinten sehe ich auch. Peng. Wahrscheinlich wartet trotzdem noch irgendwer um die Ecke. Holy shit, was ist das denn? Q4. Das ist ein riesiger, skeletthafter Vogel. Was machen wir mit dir? Bist du gut, böse, neutral? Guck erstmal hier in den Schrank. Das ist noch eine neue Waffe. Wir haben die, wir haben die. Und jetzt haben wir die, aber was macht es? Das ist wie so ein Maschinengewehr. Auto, Full Auto. Ich weiß gar nicht, Vogel, was tust du? Tust du überhaupt irgendwas? Anscheinend nicht. Du bist einfach nur da. Du bist einfach nur existent. Ja, haben wir hier sonst noch irgendwas? Ich meine, bei den Dingern ziehe ich immer noch die Pistole vor, einfach weil ich da nur einen Schuss abgebe. Da habe ich es ein bisschen mehr unter Kontrolle. Trifft trotzdem nicht. Peng. Wir haben irgendwie nichts, was ich hier einsammeln könnte. Das macht mir irgendwie gerade ein bisschen Sorgen, dass ich wieder irgendwas verpasse. Irgendwas, was sich hier versteckt. Ich sehe gerade nichts. Gut, gucken wir uns die nächste Videoaufzeichnung an, die drei Tonaufnahmen hat.
Das ist schon mal die erste. There's a witch. Witch. There's a witch, witch. Okay. Und nochmal witch. Witch, witch, there's a witch. Which witch? I don't know which witch. This witch. Geht die Musik hiervon aus? Klingt fast so, ne? Oder nee, sie kommt von hier. Heißt das, hier ist ein Bild? Aber ich sehe keins. Das hier? Bin ich auch nicht wirklich. Jesus Christ, dieser Vogel, ey. Nee, ich sehe hier nichts. Hier ist nur ein Zelt. Damit kann ich nichts machen. Hier sind Symbole. Aber keine Bilder. Hier ist ein Bild. Das ist schon. Das ist wahrscheinlich die Witch. Würde ich einfach mal behaupten. Okay, Leiter. Bring mich nach oben. Turn around. Okay, next up. Hi. Haben wir hier noch irgendwo einen, den wir direkt erschießen können? So dass wir nicht überrascht werden. Mit Blackwater. By the lake? I'm next to the entrance, on the surface. I'm waiting for you here. Just making sure you won't leave without me. You don't have to worry. Das ist das Bild, was wir gerade hatten, ne? Nee, das ist ein anderes. Holy shit. Don't worry. Sieht genauso aus. If you say so. Ja, die Bilder sind doch, also nicht ganz sneaky, sie sind schon recht fett, aber ich verstehe jetzt, wie man es übersehen kann. Oh, okay. Drei Bilder direkt nacheinander. Das ist heavy. Aber immerhin haben wir sie gefunden. Okay, ein Bild noch und sehr viele Textzeilen. They do. Bang. Gehe hier kein Risiko ein mit den Viechern. Nicht, dass sie mich hinterher irgendwie überraschen. Auch wenn ich mal demnächst wieder ein paar Pebbles brauche. Wir haben nirgendwo gerade Loot. Und wieder drei Tonaufnahmen. Lying down. War das was? Klingt fast so. Da war auf jeden Fall was. Nicht? Vielleicht auch nicht? Das ist doch ein Wort. Ja, das habe ich verstanden. Nur Flying Down? Wirklich? Nochmal Witch, okay. Ja, aber beim besten Willen nicht, wo das letzte ist. Da war's. Peeking through. Which witch peeking through? Okay.
Wo geht's jetzt weiter? Hier rüber? Und dann hier durch? Oder so? Oder hier runter? Uiuiui, hier sind einige Freunde. Oh, Gas wird ausgetauscht. Peng. Und peng. Aber wir haben hier nirgendwo wirklich Loot, ne? Früher oder später gehen mir die Pebbles aus. Wir haben hier auf jeden Fall mehr Video. Bless you? Ne, nochmal Witch. There's a witch, 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 witch. Und wir haben Licht. Aber ist hier sonst nichts? Ich möchte, wie gesagt, nichts übersehen. Aber es scheint es erstmal gewesen zu sein. Da oben leuchtet noch was, aber das kommt wahrscheinlich später. Hier ist noch ein Bild. Das hatten wir aber tatsächlich schon. Sehr interessant. Bild kommt tatsächlich zweimal vor. Loot? Loot. Ein paar Steine. Brauche ich. There are letters. Oh, people were scared of it. There were songs. How did they go? I'm not going to sing to you. What were the lyrics? It's on the bottom of the lake. La la la. Walk away, be scared. Don't go in that lake. Stuff like that. Very interesting. Und hier ist das letzte Bild. And a night. Okay, um die Bilder brauchen wir uns jetzt schon mal keine Gedanken mehr machen. Das heißt, wir müssen jetzt nur noch alle Lyrics bekommen. Und ich sehe dich da. Wieso hat das nicht getroffen? Wait a minute. Ah? Ich habe euch doch sonst auf dieser Entfernung weggeschossen. Okay. Irgendwas ist da im Weg. Ich weiß nicht was. Aber das Fadenkreuz war eindeutig drauf. Warum kann ich die nicht treffen? Was ist los mit denen? Auf der Surface. Kommen wir da irgendwie rüber oder hier rüber? Nicht? Hier leuchtet aber auch irgendwas rot. Kommen wir da gleich noch hin? Hoffen wir mal. Gut. Gasflasche. Ich brauche Steine, Leute. Picked up a toy train. Okay. So, hier müssen jetzt diese komischen Gestalten kommen, die ich gerade nicht abschießen konnte. Jetzt geht's. Da war vorher wirklich irgendwas im Weg. Ich habe jetzt aber schon mehr Gasflaschen als Steine. Das ist nicht gut. So, nächste Videoaufnahme. Nochmal Witch, ja, also. Wir können auch einfach raten, dass die restlichen Wörter auch Witch sind. In Mid-Air, ja. Das habe ich auch noch verstanden. Okay. Und jetzt? Die Leiter hier?
Whoop. Einmal eine 180-Grad-Drehung. Gott, das muss echt weird sein. Hallo? Die sind... Okay, tausche erstmal dein Gas aus. Sehe mein Fadenkreuz nicht, aber er ist ja nicht so weit weg. So, da unten ist auch einer. Peng. Und da ist noch einer. Peng. Wenn ich sie jetzt abschießen kann, sind die Steine ja nicht verschwendet. Auch wenn ich immer weniger habe. Gut. Eine. Eine. Komm da mal nicht dran. Also, jetzt mal wirklich, ich komme da nicht dran. Bisschen kacke. Lass mich diese Steine haben! Das ist echt ein wenig ärgerlich, weil das auch noch eine große Steinpackung ist. Und man kommt halt einfach nicht dran. From the middle. No one to sleep and be awake. Did you have day and night, even though it was dark all the time? There was a transition where everyone would just sleep whenever they wanted to, but then they created the sleep song. What was the sleep song? When Sam sang the sleep song, everyone would sleep. Who was Sam? Sam was the leader. His head was the most bloated. That's why they listened to him. You didn't like Sam? Of course I like Sam. Everyone likes Sam. Was he a bit full of himself? George was very fond of him. And you were jealous? Why would I be jealous? George can do what he wants, I don't care. I think you do. I think you should mind your own business. Meine Güte. That only so salty. And after? Hier leuchten noch so viele Sachen. Ich hoffe, da kommen wir echt noch überall hin. Ich sehe mein Fadenkreuz wieder nicht, aber ich schieße einfach mal in die hell erleuchtete Gestalt hinein. Eine? Ja, immerhin ein paar. Und was haben wir hier? Sollen uns diese Videos eigentlich auch irgendetwas sagen? And she's floating. Witch. Ich sage ja, wir können auch einfach raten, dass die restlichen Wörter Witch sind und es wird wahrscheinlich richtig sein. Also zumindest ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Da habe ich mal ausnahmsweise daneben geschossen. Das habe ich auch gesehen. Aber jetzt, wo es so hell ist, ist halt manchmal echt schwer, das Fadenkreuz zu erkennen. Die Reload-Button für den Gasding ist auch völlig sinnlos. Irgendwie, weil er eh automatisch nachlädt, wenn es leer ist. Noch schlimmer, mich damit zu so verwirren, das auf R zu packen, ey. Alles nur, damit man Gas ausgibt, wenn man es eigentlich gar nicht braucht. Peaceful? Irgendwas peaceful? Ja, einfach nur peaceful. Video! Vogel, sei mal bitte leiser, ich muss wieder Witch. There's a witch. Witch peeking through. Ja, dieses Lied hat sehr häufig Witch aufgeführt. Da unten ist auf jeden Fall noch was. Aber da arbeiten wir uns jetzt, glaube ich, hin. Dang.
Ansonsten sehe ich hier gerade nichts. And a lake. Zwei Aufnahmen noch von dieser Region. Hier sind echt viele Seelen. Wer hat die alle hier hingebracht? Warum sind hier so viele Leute gestorben? Das sollten wir uns echt mal fragen. Und warum ist hier noch einer, der das Ganze überlebt hat? Das sollten wir uns auch fragen. Her hair. Peeking through her hair. Die Aufnahmen werden auch immer creepier, ne? There's a witch, witch, witch. There's a witch, witch, witch. Also die letzte Strophe ist echt super. Warum habe ich das Gefühl, hier lauert gleich um die Ecke irgendein Dämon, der mich dann angreift? There's the sun. I swim a lot. You swim in the lake? All the time. But isn't it forbidden to go near the lake? I'm the only one around now, so I get to make the rules. My rule is that the lake is a good place to be. Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Nicht in dieser Dimension. Report. Report to whom and what? Da ist wieder der Vogel. Kann ich auf deinen Rücken springen? Holy shit, ich kann echt auf dich drauf springen. To victory and beyond. Hier nicht. Ich wollte gerade sagen, als ob hier nichts zum Hören ist. Do you feel changed after going into the lake? I feel like a completely new person. Really? No. Maybe you changed, but you just don't realize yourself. Maybe it has an effect on everyone but me. Was ist wohl für wahrscheinlicher? Dass alle anderen sich ändern, aber du nicht? Oder dass du dich änderst und das nur nicht checkst? Or nothing. Dang. Wir gehen trotzdem langsam die Steine aus, weil hier ziemlich viele von diesen Typen sind. Und sehr wenig Loot. Find it. Ich meine, ich kann sie gegebenenfalls auch immer noch mit Gas abwehren, aber... Dann muss ich halt wirklich gegen die Dämonen kämpfen und nicht nur gegen die verlorenen Seelen. Yes, I did. Ich hab we did verstanden, aber okay. So. Das ist schon wieder der Vogel oder ein Vogel. Pointy. Viel müssten wir auch nicht mehr haben. Wir kriegen zumindest schon sehr viel zusammen. Irgendwas mit Circus? Das ist Second Layer. Und mehr Videoaufnahmen. Shit? Nee, natürlich Witch. Das ist auch tatsächlich die letzte Videoaufnahme. The Stairs.
Okay, dann müssten wir jetzt alles aus diesem Gebiet hier haben, außer vielleicht. Was war das denn jetzt? Warum wurde ich weggestoßen auf einmal? Warum steht da noch einer? Gefällt mir nicht. Muss den zwar nicht erschießen, aber ich tue es trotzdem. Einfach weil ich kann. Hui. Das scheint es gewesen zu sein. Das wird die Leiter aus dem Level raus sein, richtig? Hey, mal ein Level, das wir komplett abgeschlossen haben. Und ja, wir klettern wieder zum Astronauten hoch. Und Wartezeiten? Loading-Zeit. Ach, es ist schön, wie ein Cut dafür sorgen kann, dass man glaubt, es gäbe überhaupt keine Loading-Zeit. Aber gerade wenn diese Hub-Area irgendwie geladen wird, dauert das irgendwie immer sehr lange. Hier müssten wir jetzt allerdings alles completen können. Ich weiß nur nicht, was wohin gehört. And she's floating in mid-air. There's a witch peeking through her hair and she's floating... Mid-air. There's a witch flying down the stairs. Also das kommt hier auf jeden Fall zu dem ersten. Und there's a witch. Okay, das. Floating in mid-air würde ich jetzt sagen, ist das? Nicht? Peeking through her hair dann? Ich meine, dann kann ich auch einfach alles durchgehen. Ich würde sagen, das ist peeking through her hair. There's a witch. Peeking through her hair. Das ist nicht floating in the air? Wo ist das denn floating in the air? Wait, what? There's a witch. There's a witch. Ja, also ist das doch richtig. Ach so, ich musste nur die richtige Reihenfolge finden. Okay. Get it. Und jetzt? Schon wieder eine Loading-Zeit? Ich meine, wir haben noch Ton. Mach mal keinen Wupp, weil... Ich habe keine Ahnung, was gerade passiert. Also es ist offensichtlich irgendwas lädt, aber... Wahrscheinlich kriegen wir jetzt irgendeine Cutscene, die gerade am Laden ist. Ich weiß nicht, das Spiel behandelt irgendwie seine Loading-Sachen komisch. AKA, es gibt kein Loading-Screen, was einen sehr verängstigt. Und was ist jetzt passiert? Warum kann ich das jetzt nochmal machen? Was hat das denn ausgelöst? Naja, in the monastery. Marble. Wir können noch die Nummer 3 hier sortieren. So 4 und 5 haben wir noch gar nichts, weil das in den einzelnen Leveln ist. Ja, und die anderen müssten wir eigentlich... Auch keine Ahnung, ob uns irgendwas fehlt, aber wir haben auf jeden Fall sehr viele. Gucken wir mal hier. Also entweder das fängt an mit There is a sun oder There is a ladder. There are ladders. Ich probiere es mal mit There is a sun.
and a night and a day. Okay, this. There are letters. Yeah, and on that, so okay. Warte mal. There's a sun and a night and a day. Okay, das ist sehr verwirrend gerade. Also was wir auf jeden Fall haben. Warte mal, machen wir mal so. And a lake. With black waters. And on the surface. Warte mal. With black water. Of a surface. And on that surface there are letters. From the middle to an inside. Ist das nicht richtig? There is a sun and a night. And a day and a lake. Ich meine, das kann man vielleicht auch tauschen so. There's a sun and a day and a night and a lake with black water of a surface. And on that surface there are letters from the middle to an inside. Ich wüsste jetzt nicht, was hier falsch ist. Fangen wir mal an mit there's a sun. Ist das richtig? Das ist nicht richtig. Womit fängt es denn dann an? There are letters? Auch den Anfang. Das ist aber doch bestimmt nicht der Anfang, oder? Doch, das ist der Anfang. There are letters from the middle to an inside of a surface. And on that surface there is a sun. From the middle to an inside of a surface. And on that surface there is a sun and a day and a night and a lake. Genau so. Okay. Ja, diese Puzzle sind nicht ganz so einsichtig immer. And everyone. Hier ist sowieso kein Loot. Ich weiß gar nicht, warum ich mir Mühe gebe. Also selbst wenn man hier irgendwas zum Öffnen findet, ist hier kein Loot drin. Darling? I made it? Sam made it all up. Haben. Meet her. Meet who? And where? And what? He built me. Und hier ist eine Tür, die wir öffnen können, wo natürlich nichts drin ist, die eigentlich theoretisch auch gar nicht aufgehen sollte, aber naja. Wir kriegen es halt doch irgendwie hin. Ja, hier waren wir auch schon. Das ist, hängt alles zusammen. So nacheinander. Und hier rüber. Und jetzt haben wir hier die Nummer 3 Inside. Murder Forbidden Inside. Ja gut, weiter geht's über die Rails. Ich hoffe, ich habe jetzt noch genug Pew-Pew für die das nächste Level. Oder ich hoffe, ich finde zumindest genug. Also ich meine, um Gas mache ich mir keine Sorgen erstmal. Könnte aber auf Dauer auch ein Problem darstellen. Aber naja. So, wo ist das Licht? Das ist hier echt nicht fahrradfreundlich.
Kann ich das Fahrrad irgendwie wieder... Okay, es hat sich selber aufgestellt. Es ist so langsam rückwärts. Oh Gott. Wie sollen wir hier nur jemals durchkommen, ey? Ich bin stuck. Ach komm, du regst mich auf. Ich lauf einfach. Ich sehe eh keinen Benefit in dem Fahrrad. Einfach dem Licht nach. Und das scheint richtig zu sein, weil das Licht immer woanders ist. Habe ich zumindest so im Gefühl. Eine Fahne. Das ist wenigstens mal auch nicht so laut, ne? War immer furchtbar mit diesem Radio. Es dauert vielleicht ein bisschen länger. Ich glaube, das Fahrrad ist diesmal tatsächlich echt ein bisschen schneller, als wir am Laufen sind. Nicht so wie letztes Mal. Ich meine, es war ein sehr altes Auto. Ja klar, aber warum überhaupt das Auto einem geben, wenn man mit Sprinten schneller ist? Hier ist das Fahrrad zumindest ein bisschen schneller, aber das Radio geht einem auch leicht auf die Nerven. Von daher haben wir da den Vorteil drin, wenn wir laufen. Außerdem crashen wir dann nicht so komisch am Ende. Schöne Landschaft hier. Ich bin immer noch der Meinung, sie hätten das Ganze hier ein bisschen kleiner machen können. Ob mit Fahrrad oder ohne. Das hier wird auch immer heller, ne? Das sieht irgendwie aus, als würde das immer mehr leuchten. Oder es kommt mir nur so vor, weil alles so dunkel ist. Naja, Loading Screen. Ja, sind wir wieder. Das geht direkt los mit einer Botschaft. Golden Boy. Ich bin mal echt gespannt, die später alle zusammenzuführen. Hat auch schon was ganz anderes gesehen. Also ganz ehrlich, mich wundert hier nichts. Steine. Die brauche ich ganz dringend. Noch mehr Steine. Ich habe noch 7 Stück. Und wenn nicht demnächst mehr dazukommen, haben wir ein Problem. Look a swim. Das ist schön für dich. Aber war wahrscheinlich nicht so gut, ne? To the woods. Das hat man klar verstanden. Gasping. Light. Haben wir hier ein Bild oder? Hier geht es wahrscheinlich weiter. Dann sollten wir auf jeden Fall noch da hinten gucken. Okay. Zeit, unsere neue Waffe auszuprobieren. Sie ist unnütz! Nimm dies! Was war das denn? Jetzt schießt du oder was? Die hat gerade überhaupt kein Gas verbraucht. Oh, eine neue Waffe. Couple of seconds. Ist das ein Sniper? Es ist ein Sniper. Hatte ich bisher nicht nötig, aber ist ganz cool. 20 Millionen Waffen. Aber kein Bild hier oder irgendwie sowas. Nicht, dass ich hier irgendetwas übersehe. Dann gehen wir mal hier weiter. Oh. Bitte versteckt nur die Bilder nicht in irgendwelchen dunklen Ecken. Das wäre echt fies. Versuche ja jetzt schon drauf zu achten. My friend. How did everyone die? They died in the fire.
The fire that George started. That's the one. How did George feel about that? What did he do? He cracked open their skulls and put their faces on the wall in the office. Alle verrückt. Why didn't you tell me before? It wasn't like him. I didn't want to give you a false impression of George. But why would he do such a thing? I think he felt lonely. They comforted him. No, I mean, why would he set the whole thing on fire? I don't know. Erledigt da. Jetzt habe ich einen Stein verschwendet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich da dran vorbeigeschossen habe, aber vielleicht ist es auch gar kein... Ich bin mir ziemlich sicher, dass das da unten eine Figur ist. Aber naja. Okay, hier ist sonst nichts. Dann gehen wir wohl mal hier runter. Her hair. Vielleicht war es doch keine Figur, vielleicht war es nur der Lichtfleck da unten. Da ist aber auf jeden Fall einer. Und da auch. Komm, nehmen wir mal das Sniper raus. Muss da nicht irgendwie, ich wollte gerade sagen, muss nicht ein Stein reingeladen werden? Wir können sehr nah ranzoomen. Müssen aber erstmal nachladen. Excuse me. Sniper ist scheiße. Das ist schon wieder irgendeine unsichtbare Wand. Was soll das denn? Ich war voll on target. Ich hab nicht mehr so viele Steine. Was ist hier denn? Irgendwas von Bedeutung? Anscheinend nicht. Ich muss mich Steine ausgeben lassen. Meine Güte. Hier ist kein Loot. Das war mein letzter. Ja, die anderen kriegen dann wohl ein bisschen Gas ab. Komm her. Mir gefällt die Shotgun besser dafür. Viel effizienter. Hier ist aber auch kein Loot. Komm her. Bang. What the fuck? Du musst mit der Shotgun nur ein bisschen treffen lernen, anscheinend. Hier ist ein Zelt. Heißt das, ein Bild ist in der Nähe? Ich weiß es nicht. Oder heißt das, ab jetzt können wir die Bilder finden? Ich weiß es auch nicht. Letztes Mal war das erste Bild hinter dem Zelt. Wir kriegen auf jeden Fall noch ein paar Tonaufnahmen. Halt him? With a tree root? Und? Direct him. Diese Störgeräusche machen es echt manchmal ein bisschen schwer zu hören, wo überhaupt Textaufnahmen sind. Was ist das denn hier? Das sieht irgendwie nicht da aus, nicht so aus, als würde es hier hingehören. Naja. Tree! Hi! Willst du dich einmal für mich verwandeln? Ich? So kann ich dich auf jeden Fall nicht abschießen. Die sind anscheinend gar nicht alle böse. Interessanterweise. Oder der Trigger-Radius von dem hier ist ein bisschen verbuggt. Aber woher soll man denn wissen, ob die böse sind? Ich habe bisher immer alle abgeschossen. He's a liar. Wer, der da oben? Ja, das weiß ich nicht, er macht ja nichts. Und du? Machen irgendwie alle nichts. Das verwirrt mich jetzt.
Die stehen nur im Weg. Aber ich kann sie nicht kaputt schießen. Keine Steine mehr. Vielleicht hat das Spiel vorgesehen, dass man einfach auf alle zuläuft und die nur kaputt schießt, wenn sie im Weg stehen. Es gibt mir auf jeden Fall sehr viel Gas, aber keine Steine mehr. So, he went swimming in the lake and then he started the fire. Something like that. Did something in the lake make him do it? I'm tired of your obsession with the lake. George did it. The lake is just a lake. And he told you about it? Yes, but I didn't think he'd do it. How did you survive? I was in the lake. Ja, also mit dem Lake ist irgendetwas komisch. Auf jeden Fall. Was? Das werden wir herausfinden. Und wahrscheinlich sollten wir den Typen erschießen. Ich sollte mir ein paar Steine aufbewahren. Auf jeden Fall finden wir jetzt wieder ein paar. Das Spiel hat selber gemerkt, dass man ab diesem Zeitpunkt wohl nicht mehr so viele hat. Das geht nicht offen. Das ist aber Loot. Wird zumindest als solches deklariert. Aha. Aber nichts drin. Hi. Hi. Jetzt verstehe ich aber auch, warum mich nicht alle angegriffen haben, obwohl ich manchmal so nah dran war. Weil manche sich einfach nicht verwandeln. And respectful. 13 haben wir fast fertig. Schatztruhe. That was the first time you were in the lake? During the fire? No. I was in the lake all the time. In the past too? Wasn't that a big deal? That you swam in the lake? Wasn't it forbidden? Yeah, I didn't really tell anyone I was there. Mich wundert nur, dass ich bis jetzt wieder keine Bilder gefunden habe. Oder habe ich wieder eins übersehen? I don't know. Ach, das hier ist eins. Wo wir davon sprechen. Ja, direkt neben der Schatztruhe. Da hat mich die Schatztruhe doch etwas abgelenkt, aber ja, ich habe es ja noch gesehen. Ich hoffe nur, ich habe bisher kein anderes übersehen. Das ist ein T-Rex. Aber wenn es zumindest aufgebaut ist, wie in dem anderen Level auch, kommt man an den Bildern ja häufiger vorbei. Hier ist auf jeden Fall eins. Das ist sehr riesig. Ich weiß, wie gesagt, nur noch nicht, was die Bilder bringen, weil es hat ja gerade nichts gemacht. Oder zumindest nichts Offensichtliches. Ist irgendwie alles dunkel, ich weiß nicht. Alter. Schon leicht jumpscarehaft. Vor allen Dingen in diesen Ecken, wo es dunkel ist. Das ist auf jeden Fall auch besser als bei dem anderen Spiel, weil bei dem anderen Spiel war das irgendwie, weiß ich nicht, da waren zwar auch diese schwarzen Wolken, aber da hatte man irgendwie nach einer Zeit keine Angst mehr vor. So, das erste Mal, als es da war, okay. Aber danach, hier ist es wirklich so, wenn man überrascht wird, eben weil man die so vermeiden kann und wenn es dann eben doch mal passiert, dass man es nicht vermeiden kann oder man überrascht wird, wird man eben überrascht und das versetzt einen schon ein bisschen in Panikmodus. Also ganz leicht. Ist aber auch eher ein Casual-Horrorspiel hier. Was ja auch nicht schlecht ist. Also mir gefällt's. Ich glaube, das waren alle. Da sind zwei rote Lampen, die aber... Ne, die eine hat nicht eine verquere Lage, die andere aber an der Wand hinten. Da müssen wir erstmal die Schwerkraft umdrehen. He called him. Yes.
acting you should. To the street he came. To the street he came. Okay. Da fehlen jetzt auch nicht mehr viele. Ja, da oben. Wie kommen wir da dran? Oh Gott, da bin ich ein bisschen weit gesprungen. Aber okay, wir sind hier bei einem Dino. Irgendwas in den Schatten? Die Watch verrät nichts. Da ist Loot. His Voice. Da was drin? Ja, Steine. Lass mich da hin. Irgendwie. Danke. Ja gut, weiter dem Licht nach. Da kommen wieder einige Figuren. Ich glaube, davon können wir aber nicht alle erwischen. Wir können nicht hier hoch zu dem Dings, oder? Ne, hier ist eine unsichtbare Wand. Okay. Hier sind so viele. Ich glaube, ich gehe mal eher auf die Gasroute mit der Shotgun. Der zum Beispiel ist gar nicht gefährlich. Der auch nicht. Der schon. Peng. 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 Wir haben gar nicht genug Steine für die alle. Aber die sind sowieso alle nicht gefährlich. Der hier wahrscheinlich schon. Natürlich. Turn around. Every now and then I get a little bit lonely. Was ist mit dir? Du bist auch gefährlich. Turn around. Eigentlich braucht man nur einen Schuss, aber es ist schwer, die zu erwischen, weil man nicht genau sieht, wo man hinschießen muss. It's too dark. Through the woods. By his name. So weit, so gut. Noch zwei Stück von denen sehr wahrscheinlich. Ich glaube nicht, dass einer vier hat. But wir brauchen auch noch zwei Bilder. Und da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich nicht vielleicht schon eins übersehen habe. Wir haben hier auf jeden Fall eine Leiter. Die Schwerkraft einmal ein wenig rumdreht. Und dann müssen wir unbedingt Ausschau nach den zwei Bildern halten. Die Videoaufnahmen sind ja meistens offensichtlich und ohne die kann man ja auch nicht wirklich weiter, jedenfalls nicht immer. Aber die Bilder... Hey, wir haben Steine. The Deed. Why did four people survive the fire? Well, because they were all locked up. Who locked them up? George did. And why weren't you locked up? I was in the lake. Was hat das mit dem Lake zu tun? Hier ist noch ein Bild. Ich habe das Gefühl, das erste habe ich verpasst. Aber wir werden sehen. Da unten ist auf jeden Fall eins, aber ich glaube, das ist das, was wir schon haben. Ja. Ich hoffe einfach mal, wenn ich das erste übersehen haben sollte, dass wir da nochmal dran vorbeikommen. Aber ja. Das hier ist kein Gemälde? Sieht irgendwie sehr nach Gemälde aus. Aber einfach nur die Wand. Killed his Papa. Ein paar Voice Messages kommen ja noch, also ich habe weiterhin Hoffnung. Es sei denn, davon habe ich auch welche übersehen. Aber ich weiß nicht, wie das passiert sein könnte. Leiter? Oder Tunnel? Da steht jemand. Dann nehmen wir wohl mal die Leiter.
Gravity shift incoming! Oder auch nicht. Wir sind einfach straight hochgeklettert. War kein Gravity Shift. Wait a minute. Waren wir hier nicht schon? Nicht? Bist du freundlich? Anscheinend. So, off the devil. Know he was planning to burn everyone alive? I didn't think he'd actually do it. You find it funny? It was so out of character. Wo geht's denn jetzt weiter? Hier runter? Oh. Oh, Gemälde. Haben wir auch schon. Bitte, dann, wenn ich schon an allen anderen vorbeikomme, dann lass mich auch noch an dem ersten vorbeikommen. Wo auch immer das gewesen sein mag. Ja, wie gesagt, vielleicht sind wir auch noch nicht dran vorbeigekommen. Both Eye Sockets, okay. Hier equipen wir wieder unsere Shotgun, weil... Lieb? Nicht lieb. Peng. Und Reloading. Lieb? Lieb. Nicht lieb. Dino. Und hier haben wir noch eine Nachricht. Yesterday? All my troubles seem so far away. As I believe in yesterday. Dino. Was hast du für Nachrichten? Und beide Nachrichten übereinander? Sie dragged him. Ja, beide Nachrichten waren übereinander. Das ist sehr interessant. Die haben sich überlappt. Ja gut. Hier scheint nirgendwo ein Bild zu sein. Hier geht's auch nicht wirklich weiter. Dann Leiter und Gravity Shift. Ich meine, nach oben hin ist das, glaube ich. Ja, es geht. Hängt mal auf einmal so kopfüber an der Decke, ne? Aber ich glaube, wenn man sich richtig einrichtet, ist es nach oben, glaube ich, nicht so schlimm wie nach unten, weil nach unten wird es auf einmal runterfallen. And what? How do you feel about everyone dying in the fire? They got what was coming to them. You're saying they deserve to die? I'm saying they tried to stop our happiness. What? Lieb? Lieb. Okay, da komme ich anscheinend wohin? Irgendwas an Gemälden? Nichts. Ich suche noch ein Gemälde. Habt ihr das irgendwie gesehen? Kann ich hier nicht durch? Hier runter? Nein, hier runter. Hat irgendjemand ein Gemälde gesehen? Propaganda. Gemälde ist also Propaganda. Ich brauche es trotzdem. Das ist wichtig für die Storyline. Aber ich sehe hier nichts, leider. Lieb? Du bist lieb, okay. Du auch? Ich kann auf den Dino drauf. Lieb? Du bist auch lieb. Das ist nicht die Leiter nach draußen, oder? Vielleicht doch, ich weiß es nicht. Ich muss auf jeden Fall erstmal hier runter. Und hier geht's nicht weiter. Ich muss nur hier runter, damit ich die Leiter benutzen kann. Wow. GG. Gemälde? Das ist ein Gemälde, oder? Ich habe gerade Hitbox gehabt. Aha.
Aber mir fehlt noch eine Codezeile. Aber die kommt jetzt vielleicht gleich. Hoffentlich. Was passiert hier? Ja, da oben ist das. Okay, sehr schön. It's Wings. Me and George had something they didn't have. What was that? We had each other. Were you in love? Okay. That's the end of that. What? Das war doch nur eine Frage. Meine Güte, der Typ ist echt ultra komisch. Will what? Will Rev, okay. It's none of my business. I'm sorry if I made you upset. Okie dokie. Okie dokie. Ja, warum willst du mit dem Typen überhaupt reden? Spar dir ein paar Steine auf, erschieß ihn, sobald du da hinkommst und gut ist. Du lieb? Du lieb, okay. Oh, Video. Ah, jemand nicht lieb. Du kommst hier aber anscheinend nicht durch. Fuck, Noob. Ach, nee. Was mit dir? Hier sind doch bestimmt noch einige, die böse werden, oder? Ja, natürlich. Was mit dir? Du auch. Dann komm mal her und krieg aufs Maul. Peng, peng. Shotgun, kurzer Prozess. Du auch? Willst du aufs Maul? Nein? Okay, sehr gut. Da will aber jemand aufs Maul. Der hier auch nicht rüberkommt. Ja, sein Pech. Video. Die letzten beiden Liedzeilen. We had him. Into the street he came. Okay, damit haben wir alles. Ich glaube, es fehlt aber noch. Hier scheint nichts mehr zu sein. Ich glaube, es fehlt noch eine von der vier, oder? Oder hatten wir da auch schon alles? Nee, davon fehlt noch eins. Und das haben wir hoffentlich hier. Ist nicht von der 4. Das sieht sehr nach der Endleiter aus. Wo habe ich was übersehen? Und wo bin ich jetzt runtergefallen? Ich glaube, hier sollte ich nicht sein. Weil hier war ich vorher. Ja. Komme ich hier auch irgendwie wieder hoch? Kann ich hier hochspringen? Anscheinend. Das hilft mir aber jetzt nichts in dem Pursuit zu dem letzten Ding. Das finde ich kacke. Dann hätte mir lieber ein Bild oder sowas gefehlt. Weil das nur optional ist. Ja. Wir laufen wieder hoch zum Astronauten. Und Loading. Come in, Jake. Are you there? Yeah. Was ist das überhaupt für ein komischer Ort, wo wir da sind? Warum sind wir da mit Raumschiffen gelandet? I could take a peek in there. To see if you've got stuck somewhere. Don't worry. You'll go fast. I'll just pop my head in. Okay, yeah. I'll do that.
Wir scheinen hier auf irgendeinem fremden Planeten oder sowas zu sein. Ganz offensichtlich. Naja, Loading-Zeit. Da sind wir wieder. Ja, das Puzzle hier mit dem Bild können wir machen. Okay, wir haben gerade irgendwas aufgeschnappt. With a tree root, she had him gasping. Ja gut, aber wir müssen auch die richtige Reihenfolge machen, ne? Vielleicht hier, into the street he came, to the street he came. Das passt ja hierzu. Nicht? Vielleicht ist es auch nicht das erste. She dragged him to the woods. Dragged him to the woods. Das sieht nach dem aus, aber das ist halt auch nicht das erste. She called him by his name. 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 Into the street he came. To the street he came. To the street he came. She dragged him to the woods. 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 With a tree root she had him gasping. With a tree root she had him gasping. Sehr nett. Und wieder loading. Ich weiß halt nur nicht, ob hier irgendwas passieren. Das ist kein Loading. Called him by his name, called him by his name. Into the street he came, to the street he came. She dragged him to the woods, dragged him to the woods. With a tree root she had him gasping. Das kommt halt davon, wenn man seine Loading-Screens schwarz macht und dann in solchen Sequenzen der Charakter in eine Richtung spawnt, die komplett schwarz ist. Oh mein Gott, ey. Aber ja, diese fehlenden Loading... Scenes, die sind auf jeden Fall ein Fehler von den Entwicklern. Das ist, also so viele Verbesserungen, wie die auch gemacht haben. Keine Loading-Screens einzubauen, ist ein Riesenfehler, weil einerseits das, was wir jetzt gerade hatten und andererseits, ich habe jedes Mal Angst, wenn es länger lädt, dass das Spiel einfach abkackt. Weil man sich da heutzutage nie so wirklich sicher sein kann. Na gut, wir kriegen hier auf jeden Fall sehr viele Sachen zusammen. Und ich denke mal, die letzten werden wir dann in Level 5 finden. Hier unten, das ist, ja, das ist auf der anderen Seite. Ist ja hier so ein kompletter Würfel, so wie es aussieht. Und wir haben jetzt, glaube ich, alles hier. Wenn ich nichts übersehen habe. Und selbst wenn, kommen wir hier bestimmt nochmal dran vorbei. Wo ist das Ding, was uns auf eine andere Ebene bringt? Da vorne. Hui. Hier vorne? Nicht? Ich bin gerade ein bisschen verwirrt, wo ich hier bin. Aber ich laufe einfach mal. Ich werde schon irgendeinen Übergang finden. Oder stuck sein. Sind wir vielleicht hier einfach... Ach nee, jetzt aktiviert sich das hier. Es hat sich gerade nicht aktiviert oder so. Nee, warte mal, wo sind wir denn jetzt? Ich bin gerade übelst verwirrt. Das Ding aktiviert sich nicht. Ich weiß gerade überhaupt nicht, auf welcher Seite wir sind. Ich glaube, wir müssen hier durch und dann hier vorne durch. Oder? Oder sind wir von hier gekommen? Nee, das... Okay, das ist das, was uns, wo uns Sachen fehlen. Okay. Dann müssen wir hier hoch.
Irgendwie. Und hier durch. Und ich glaube, hier hatten wir überhaupt keine Bilder, ne? Also hier hatten wir nur den kompletten Text. Ja. Hier in dem ersten Level haben wir komplett die Bilder übersehen. Ja, wir gehen nochmal alle durch, wenn wir alles finden. Sofern wir denn alles finden. Ist das die falsche Richtung? Hier vorne. Ja, Nummer 4 können wir jetzt nicht machen, aber wir können 12 machen. Was haben wir denn hier so? Of my wife, my side. She won't. Who is she? Who is she but the thoughts of my wife or the thoughts of a stranger? Who is she but the thoughts of a stranger? Maybe it has a body. It has the body of my wife. What does she want? It's by my side. A look-alike. Has the body of my wife, a look-alike. What does she want is by my side. Das ergibt keinen Sinn. Who is she but the thoughts of a stranger? Nee, doch, what does she want is by my side. Aber jetzt ist halt wieder die Frage, welcher Absatz zuerst da ist. Die Absätze habe ich schon mal so richtig zusammengesetzt. Aber wie fängt es jetzt an? Who is she but the thoughts of a stranger? It has the body of my wife, a look-alike. What does she want is by my side. Ich habe keine Ahnung, was zuerst kommt. Gucken wir mal hier bei Who is she? Ja, dann kommt das noch ganz unten. Das habe ich mir aber auch schon fast gedacht. So. Dann vielleicht What does she want? Is by my side. It has the body of my wife look-alike. Oder hier vielleicht hin? Nee, womit fängt's denn an? Auch hier mit it has a body? Nee, it has the body of my wife look-alike. Aber dann ergibt das alles keinen Sinn. What does she want? Bin sehr verwirrt. Who is she but the thought of a stranger ist schon mal richtig. What she want is by my side. Warte mal, wo kam das hier hin? It has a body. Es kommt hier hin. What? Ist das aber das erste? Was? Who is she? What does she? Das ist doch unmöglich da unten richtig dann, oder? Who is she? What does... Achso, who is she? What does she want? A look-alike of a stranger? Mein Gott, who is she? What does she want? About the thoughts of a stranger ist auf jeden Fall zusammen.
A look-alike is by my side. Okay, das ist sehr... Ja, also ich verstehe diesen Satz, aber das habe ich jetzt trotzdem nicht erwartet. Ja, und er ist jetzt zum Lookalike geworden hier. Haben wir noch andere, die wir fertig machen können? 11 noch nicht, 10 aber. Dann müssen wir das nämlich nicht alles in der letzten Folge machen. Wir haben hier doch alles gefunden? Never mind. Ich weiß nicht, wann das passiert ist, aber anscheinend haben wir alles gefunden. Das ist gut. Dann brauchen wir in Level 4 auch schon nicht mehr rein. Okay. Womit fängt das an? My friend took a swim. But his acts with a grin. His voice came back, the deed with a grin of the devil. But my friend was the same. The deed was the same. Voice came back. Das ist echt schwer, das vernünftig zusammenzusetzen, wenn man keine Ahnung hat. Ich wünsche mir, die hätten zumindest irgendwo einen großen Buchstaben hingesetzt, damit man weiß, womit man es anfängt. Das haben sie nämlich, glaube ich, beim allerersten Puzzle das so wahr gemacht. Und jetzt nicht mehr. My friend took a swim. Fängt das denn überhaupt mit my friend an? Ja. Das heißt, took a swim ist wahrscheinlich auch richtig. Ja, und jetzt weiter. What his acts? Ich würde sagen, but his acts killed his papa. His voice came back with a grin of the devil. The deed was the same. What? Wo kommt denn dann the deed hin? Das ist doch richtig. Und the same auch, ne? Nicht? The deed killed his papa dann? Wenn der Deed richtig ist. The Deed came back? Ach, his voice was the same. Yeah, his voice was the same. Voice was the same, but his acts. The deed of the devil. He killed his papa with a grin. My friend took a swim. Killed his papa. Came back with a grin. His voice was the same, but his acts the deed of the devil. Nicht? My friend took a swim. And came back with a grin. My friend took a swim, came back with a grin, and killed his papa. His voice was the same, but his actions the deed of the devil.
Possessed. Ja gut, dann können wir noch 10 zusammensetzen. 13. Ja, 10 und 13 noch. Uiuiui. He gave me. Warte mal. Oder did you see that face again? Yes, I did. I'll hope I'll never meet her. She gave me Nee. Did she say? Yes, I did she say? Hope I'll never meet her. Yeah. Vielleicht das hier hin? Did you see that face again? Not. Yes, I did she say? I hope I'll never meet her. Oh Gott, das. Eieiei. She gave me. He gave me a nod. She gave me a nod. Yes, I did she say? Oder? I hope I'll never meet her, did she say? Freezing my blood and what? Dieses and what ist so total out of context. Okay, das ist dann auf jeden Fall was falsch. Ist denn did you richtig? Ja, damit fängt es an. Dann wird das auf jeden Fall das zweite sein. Did you see? Okay. Did you meet her? She gave me a nod and what did she say? Yes, I did. I hope I'll never see that face again, freezing my blood. Wo kommt das hin? Die beiden dann austauschen? Nicht? Ich bin echt überfragt. Did you ist ja richtig. Meet her. She gave me. Okay, dann muss man das austauschen, das kann man aber nicht wissen. Yes, I did. Warte mal, and what war das hier richtig? Ist denn yes, I did richtig? Yes, I did. And what she gave me? What? Did you meet her? Yes, I did. And what ist richtig? Das hat sich hier ja auch hingesetzt, oder? Oder habe ich das gerade wieder vertauscht? Nee, das ist richtig. Ja, aber was soll denn nach oh, and what kommen? And what did she say? Did you? Okay. Yes, I did. And what did she say? She gave me a nod, freezing my blood. I hope I'll never see that face again. Change. Okay, 13 haben wir noch. Ich weiß, ich bin furchtbar in diesem Rätsel, aber ja. Very sorry. To Sam. Dafür gibt's ja diese Möglichkeit, es aufzulösen, zum Glück. Sam, the ceremony will be peaceful? Ne, das ist wieder am Ende hier. Report to Sam. And the end. The ceremony will be peaceful. A lookalike, even if it's a loved one. It will be peaceful and respectful. A lookalike, even if it's a loved one.
And the end report to Sam. Wo kommt dieses End the End hin? Okay. End the End. A Lookalike. The ceremony will be peaceful and respectful. Even if it's a loved one and the end look alike, report to Sam. Ist das hier überhaupt richtig am Ende? Nein. Okay. Report to Sam. Das kommt ja hier hin, das heißt, das wird hier hinkommen, oder? Report the ceremony to Sam? Ist das hier richtig? Ne, warte mal. Report? Report a lookalike to Sam? Ceremony will be peaceful and respectful, even if it's a loved one at the end. Kommt End the End hin? Da. The ceremony will be peaceful and the end. Nee. Das verwirrt mich hier auch sehr stark. Wo kommt der Lookalike hin? Ist das da richtig? Ja, report a lookalike to Sam. And the end will be peaceful, even if it's a loved one. Peaceful and respectful, even if it's... Even if the ceremony, it's a loved one. Ich hab keine Ahnung, what the fuck? Das ergibt alles keinen Sinn. Wo kommt das hin? In the end, it's a... Das ist doch bestimmt hier falsch, oder? Aber das habe ich doch... Nee, what? Report a lookalike to Sam. Report a lookalike to Sam. Was kommt dann zwischen to Sam und it's a loved one? I don't even know. It's a loved one. The ceremony. Ich sehe überhaupt keinen Sinn in diesem Satz, selbst wenn er sich jetzt zusammensetzt. In the end will be peaceful and respectful. Report a lookalike to Sam, even if it's a loved one. The ceremony and the end will be peaceful and respectful. Okay. Das heißt, im Endeffekt, wenn man jemanden sieht, der wie jemand anders aussieht, also a lookalike, soll man Sam Bescheid sagen. Der wird sich darum kümmern und die Zeremonie wird dann auch am Ende sehr peaceful und respectful sein. The ceremony and the end. Okay. Diese Connection hat mir gefehlt, dass die so zusammengehören können. Gut, ich glaube, das war's. Die anderen müssen wir noch finden. Death. Ich gehe einfach nochmal hier rüber, damit es speichert. Und dann machen wir den Rest in der nächsten Session. Ja, da wird hoffentlich nicht mehr viel kommen. Ich werde versuchen, dann auch in der nächsten Session zu schauen, dass wir auch
die fehlenden Sachen finden, wenn es denn möglich ist. Aber ja. Ich weiß halt nicht, ob wie man die Level revisitet, ob es dann wieder eine Option gibt. Ich glaube, beim Silvio One war das ja auch. Okay, wir gehen erstmal zum Main Menu. Also ja, wie gesagt, ich glaube, beim Silvio 1 war das ja auch, dass hier ein extra Menü aufgepoppt ist, als man das Spiel abgeschlossen hat, dass man auch in die einzelnen Level reingehen konnte. Und das werden wir dann gegebenenfalls auch tun, beziehungsweise in einer gecutteten Version werde ich einfach alle Sachen finden und dann vielleicht ein wahres Ende oder einen Bonus oder sonst was enthüllen. Aber ja, damit bedanke ich mich wie immer erstmal fürs Reinschalten. Wünsche euch allen noch einen schaurigen Abend, eine gruselige Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen spooky Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Silvio Blackwaters. Bis dahin. Bye bye.